Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Europa des Saales 4. Mein Name ist Fusionist und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken in der Kampagne Baltic Crusader. Yes. Einen Moment. So, alles gut. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Was es geht? Wir haben, glaube ich, zuletzt Finnland in die Unabhängigkeit entlassen. Um gleich dann direkt. Genau, hier Schweden nochmal angreifen zu können. Ja, und wir warten auf die sunnitischen Provinzen hier, dass die mal endlich den Religious Zeal verlieren, damit wir sie 1668 spätestens, glaube ich, dem Katholizismus zuführen können. Und in der Zwischenzeit werden wir jetzt einfach anfangen, wie gesagt, gegen Skandinavien nochmal vorzugehen. Und gegen Polen vielleicht und Brandenburg. Wir gucken mal. Polen ist verbündet mit Böhmen, Münster und Mailand. Sollte ja eigentlich nicht so das Riesenproblem werden. Wir claimen einfach mal ein bisschen. Conquer Silistre. Das ist in. Bei den Türken. Okay, wir könnten hier anfangen, auch irgendwelche Dinge zu erobern, Bulgarien zum Beispiel zu befreien oder so. Aber ich denke, es ist nicht unbedingt notwendig. Jetzt hat sich Twitch erst live geschaltet. Ich hoffe, das war nicht wie letztes Mal, dass wir die ersten 30, 40 Sekunden verpasst haben. Wenn nicht, nochmal herzlich willkommen. Also wenn es doch so war, meine ich, nochmal herzlich willkommen. Whatsoever, wir gucken einfach. Alright, wir haben jetzt angefangen, einen Claim auf Polen zu fabrizieren, genauso wie auf Skandinavien. Das war noch von letztem Mal so. Und jetzt geht's weiter. Und Skandinavien sieht uns nicht mehr als Rivalen an. Okay. Skandinavien ist jetzt auch kein valider Rivale mehr für uns, warum auch immer. Das ist irgendwie merkwürdig. Wir könnten Böhmen und Ungarn jetzt als Rivalen nehmen. Ungarn ist aber mit uns verbündet, dann nehmen wir also Böhmen. Okay. Sobald wir hier oben den Claim fertig haben, müssen wir dann leider wieder das Embargo zurückziehen und Böhmen mit einem Embargo belegen. Ah. 75%. Okay. Reformed Zealots, die werden sich hier bald durchsetzen. Eine Rebellion beginnen. Oh, wir hätten mal gucken sollen. Mist, wir sind mit dem Modifier belegt. Nein, waren wir nicht. Okay. Merkwürdig. Nice. 443, das ist überdurchschnittlich. Das ist auf jeden Fall cool. Wir nehmen entweder 5 Devotion, das ging doch hier irgendwie, genau. Oder Prestige, wir können diesmal auch wieder Prestige nehmen. 411, Maximilian Franz. Naja, das geht doch besser, oder? Jeden Fall, diese 20 Jahre Wartezeit müssen wir irgendwie überbrücken. Sprich. Naja, irgendwie Polen und Brandenburg vielleicht angreifen. Brandenburg ist ganz schön groß geworden. Ziemlich groß sogar. Die haben halt hier so Sachsen erobert, die haben Thüringen, Anhalt, Magdeburg, Pommern erobert. Nicht schlecht. Okay, das Embargo zurücknehmen und dann Böhmen auf die Liste setzen. Oh, es ist ein Omen. Ach ja, genau, wir akzeptieren Polnisch ja nicht mehr als Kultur. So wie extrem viele andere Sachen auch nicht. Aber wir haben leider nicht genug Diplo-Points, um alles hier so unserer Kultur, der preußischen Kultur zuzuführen. Leider nicht. Also wird es jetzt hier eine Rebellion geben gleich. Ja, schon mal auf Hand Rebels setzen.
Ja. Gleich ist der Diplo hier fertig. Ach genau, wir wollten hier oben nicht nur die eine Provinz, sondern auch noch diese Provinz hier, Lappland, claimen. Ja, genau so. Finnland hat ja hier unten zwei und dann wollten wir diese beiden Finnland auch noch geben und die beiden schon mal für uns nehmen. Diese beiden hier oben meine ich, Finnmark und Lappland. Genau. Und dann wäre Skandinavien schon mal deutlich kleiner. Polen können wir gleich mit Sicherheit einfach annektieren. Kein Problem. Skandinavien, wie gesagt, dann hier diese ersten 2, 4, 6 Provinzen vielleicht abnehmen. Echt ein bisschen blöd, dass wir noch 20 Jahre warten müssen, bis wir die sunnitischen Provinzen reformen, also missionieren können. Ah, stimmt. Jetzt, wo das hier aufpoppt mit den neuen Regierungsformen, da können wir gleich vielleicht mal gucken, ob wir nicht vielleicht unsere Regierungsform ändern können. Okay, die polnische Rebellion ist erfolgreich geschlagen. Viertausend Gold. Wir bauen einfach weiter Manufakturen. Textilmanufakturen im ganzen Land. Wir machen so viel Geld inzwischen. Plus 73 Dukaten. Echt eine ganze Menge. Ja, wir warten eigentlich nur noch auf Claims. Wie lange dauert die Truce? Noch 4 Jahre. Das heißt, wir sollten vielleicht Polen vorher den Krieg erklären. Es geht ja schnell, das ist nur Böhmen und Polen. Die wir dann als Gegner haben. Und Mailand vielleicht, genau. So, ein, zwei Claims noch. Und wir haben einen Auftrag, Accumulate Money. Das machen wir auch. Das ging ja immer ziemlich zügig mit 1920 Dukaten. Was haben wir eigentlich für diplomatische Beziehungen? Wir haben Ungarn, Frankreich, Holland und Finnland als Vasall. Okay, unsere Verbündeten sind natürlich extrem stark. Und dadurch, ja, das ist echt so lustig. Frankreich ist Kaiser. Oh Mann. Und das wird sich auch nicht ändern. Niemals. Ach doch, jetzt würde es sich ändern, okay. Die beiden Prinzen, die beiden Electors, also Wähler. Nicht Prinzen, sondern Wähler, die Frankreich als wieder als Wähler zugelassen hat, also Kleve und Nassau, würden jetzt Österreich wählen. Alright. Okay, wir können tacken, haben eine neue Kanone. Swivel Cannon. Moskau existiert noch. Ist auch ganz nett irgendwie. Wenn jetzt hier noch ein bisschen, falls sie die Kohle dafür haben, wenn sie dann noch ein bisschen kolonisieren hier Richtung Osten. Ich kann gerade den Ton hier zumindest für mich ein bisschen leiser machen, das ist extrem laut. Okay, mal gucken. Es gibt hier Kexholm plus 10 Local Unrest oder 20 Autonomie. Das ist uns ja wohl völlig egal.
Ja, wir brauchen eigentlich eine ganze Menge Diplo-Punkte. Vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, wenn wir. Ja, wir brauchen allerdings auch hier die Admin-Ideen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es keine schlechte Idee, wenn wir auf den Diplo-Punkte umsteigen, um zumindest die Kulturen anzupassen. Weil wir haben eine ganze Menge nicht akzeptierter Kulturen im Land. Das ist eine lange Liste hier. Also wir akzeptieren Russisch, wir akzeptieren Ruthenisch. Genau. Und das war's. Neben Preußisch halt noch, unsere Hauptkultur. Oh, der Diplomat ist wieder da. Wir können den letzten Claim basteln. Und dann können wir eigentlich auch gleich schon wieder in den Krieg ziehen gegen Skandinavien. Ja, 1653, das heißt 1,5 Jahre noch. Können wir so quasi parallel Krieg führen. Ja, eigentlich müssen wir gerade zwei Sachen machen. Wir müssen Admin boosten und so viel dieser Kulturen anpassen wie irgendwie möglich. Das ist nun leider sehr schweineteuer. Puh. Wenn wir nämlich später Preußen gründen wollen, müssen wir ja vorher protestantisch oder reformiert werden. Und wenn wir das machen, steigt halt überall das Revoltenrisiko ins Unermessliche. Wenn wir eine Religious Unity haben, die bei Null liegt, oder nahe Null, es wird kein Spaß. Also das kann uns quasi wirklich an den Rand des Ruins bringen. Wenn wir aber die Kulturen angepasst haben, dann sinkt das Revoltenrisiko in den jeweiligen Provinzen wieder. Ist natürlich ultra teuer, wie ihr seht. Ha. Wir machen plus 11 Admin und plus 7 Diplo. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir wirklich mal hier umsteigen. Jo, 20 Jahre sind ja auch noch lang. Die Ideen können wir, glaube ich, auch so finanzieren. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, Provinzen die Kultur zu ändern. Wir fangen bei den billigen an diesmal. Normalerweise mache ich das gerne andersrum, damit man die teuren schon mal los ist. Aber je mehr wir hier konvertieren, desto geringer die Revoltenwahrscheinlichkeit. Und das geht auch schneller, wenn man mit den billigen anfängt. Ah, wir haben den Auftrag erfüllt. Cool. Ja, den Auftrag werden wir jetzt wohl erstmal nicht ausführen. Also wir sind im Frieden, wir haben keinerlei War Exhaustion, wir haben plus 2 Stabilität, wir haben insgesamt minus 2 National Unrest und trotzdem haben wir überall Rebellionen mögliche. Wir könnten natürlich auch mal gucken, man kann ja hier Courthouses bauen, also Local Unrest minus 3. Vielleicht sollte man das mal gezielt da machen, wo wir nicht akzeptierte Kulturen haben. Also in den roten Gebieten quasi überall, wo es geht, die Gebäude bauen. Ja, schön, dass die Karte immer wechselt dann. Also hier überall, glaube ich. Überall da zumindest, wo wir es bauen können. Das wäre hier noch, hier, hier. Da und dort. Hier können wir nicht bauen. Hier können wir wieder bauen. Hier. Und jetzt sind wir pleite. Aber das wäre schon mal was, wenn wir halt
Das lokale Revoltenrisiko um 3 senken in diesen ganzen Provinzen. Ein paar Sachen. Oh, Böhmen ist jetzt auch kein Rivale mehr für uns. Mist. Das heißt, hier müssen wir das Embargo auch zurücknehmen. Sagt es jetzt noch nicht, also es ist noch kein Costly-Embargo hier für uns. Jetzt aber, okay. Wollen wir reformiert werden oder wollen wir protestantisch werden? Ich glaube protestantisch. Eine gute Idee. Da gibt es ja auch ein neues Game-System, eine neue Meta-Gaming sozusagen. Ähnlich wie bei den Reformierten, glaube ich. Da gibt es dann so Schieberegler, die man irgendwie einstellen kann. Beziehungsweise man kann so, sozusagen seine eigene Kirche gründen. Also ehrlich gesagt habe ich noch nie Courthouses wirklich genutzt, den Effekt mit minus 3 Revoltenrisiko. Aber hier in dem Spiel macht das durchaus Sinn. Müssen wir hier irgendwie mal Gebäude ausblenden. Buildings. Okay. Okay, unsere Truce mit Skandinavien ist abgelaufen. Zu viel geredet, vergessen Polen anzugreifen in der Zwischenzeit. ihr seid mit Brandenburg, Österreich und Köln verbündet. Frankreich wird sicherlich dabei sein, genauso wie Holland und Ungarn, also kein Problem wieder. Wir sagen einfach mal Take Cornieland als Kriegsziel und go. Und jetzt müssen wir mal eben gerade schauen, wo sind unsere Generäle. Wir nehmen hier oben mal einen hin mit Belagerung, genau den. Und dann marschieren wir erstmal in die finnischen Provinzen. Beziehungsweise eigentlich vielleicht so. Wir blocken hier so ein bisschen mit den 25.000 Mann. Die hier ziehen wir direkt nach Norden, um die Provinzen zu belagern, die wir gerne hätten. Und dann geben wir Finnland, wie gesagt, noch diese beiden, wenn es irgendwie geht. Und dann ist auch gut. Okay, also Brandenburg ist auch dabei, Österreich ist dabei, Skandinavien ist dabei. Das ist doch schon mal ein netter Krieg wieder. Den wir allerdings eigentlich gewinnen sollten. Oh shit, wir greifen an. Dammit. Nicht so wie geplant. Wir können auch noch nicht fliehen, jetzt können wir fliehen. Ohne Anführer da anzugreifen. Irgendwie Quatsch. Also ihr kommt da an. Das heißt, wir gehen da mal in die Richtung und versuchen da mal zu kämpfen gegen den 4-4er-General. Ja, da kämpfen wir auf jeden Fall. Wir haben 54.000 Mann. Oh, die gehen auch nach Savolax. Das heißt, wir kämpfen da als Verteidiger. Ist zwar Grasslands und wird uns sozusagen nicht viel bringen, aber wahrscheinlich gewinnen wir den Kampf, wenn der General hier ankommt. Wie sieht es hier unten aus? Na, eigentlich müssten wir da auch kämpfen. Jupp, den Kampf gewinnen wir auf jeden Fall. Easy. Hier unten sieht es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut aus. Oh, nee, doch nicht. Die würfeln aber auch hervorragend. Mehr Disziplin, mehr Moral.
Wir ziehen uns zurück. Thank you.